Es kann losgehen. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Borussia Dortmund zählt darauf, dass es heute besser läuft als bei der Auswärtsniederlage, als man es mit dem FSV Mainz 05 zu tun hatte. Eigentlich haben sie bei diesem 0:1 ja ganz ordentlich gespielt. Wenn sie es schaffen, da noch ein bisschen was draufzupacken, dann sehe ich sie heute sogar leicht favorisiert. Von ihm erwarten wir heute einiges. Der ist extrem stark im Abschluss. Den müssen sie immer im Auge behalten, sonst macht er sein Tor. Und so tritt der BVB heute also an. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten hier heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation, vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Das Westfalenstadion, wie der Signal Iduna Park bekanntermaßen zuvor hieß, wurde im April 1974 fertiggestellt. Damals spielte der BVB übrigens noch in der zweiten Liga und maximal 54.000 fanden darin Platz. Heute sind es über 80.000, eine immer wieder imposante Kulisse. Das erste Spiel im Stadion endete übrigens 0:0. Gegner war Bayer Uerdingen. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Da gewinnt er den Zweikampf. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Götze. Er ist da und kann den Ball hier klären. Und nun Götze. Klasse gespielt, guter Steilpass. Aubameyang versucht. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Yusuf Paulsen. Marcel Sabitzer. Und es gibt Abstoß. Schürrle jetzt. Jetzt Aubameyang. Jetzt müssen sie aufpassen. Da versucht es mit der Hacke, aber er kommt nicht durch. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Rani Khedira. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Es gibt Abstoß. Schürrle jetzt. Nun Aubameyang. Klasse Technik. Jetzt wird's gefährlich. Den Ball holt er sich. Jetzt Aubameyang. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Jetzt vielleicht Aubameyang einmal. Yusuf Paulsen. Werner. Sauber vom Ball getrennt hier.
Jetzt Sabitzer. Halstenberg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Mario Götze! Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Werner. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und da verlieren sie den Ball. Und Götze. Da trennt er ihn vom Ball. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Werner. Götze. Aubameyang geht hier in die Offensive. Und er gewinnt den Zweikampf. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Und jetzt Götze mit dem Ball. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Rani Khedira. Klostermann. Yusuf Paulsen. Da passt er auf. Jetzt vielleicht der BVB. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Gut verteidigt hier. Aubameyang. Schürrle jetzt. Wird's jetzt gefährlich? Götze! Aus dem 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Dortmund wird jetzt wechseln. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Da passt er auf. Götze. Dembélé. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Massimo Bruno. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Marc Bartra. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Aubameyang. Guter Ball von mir. Christian Pulisic. Der Ball ist im Netz und jetzt liegen sie vorne. Hervorragender Spannstoß, perfekt getroffen, absolut. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.
Jetzt können sie jubeln. Lange hat es gedauert bis zum ersten Tor. Halstenberg. Wird das eine Torchance? Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt schießt er. Der geht daneben und es bleibt beim Rückstand. Mann, 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 das war die Gelegenheit. Aber weiter so, Sie haben noch Zeit. Dembélé. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Das könnte gefährlich werden. Jetzt der Schuss. Da zieht er ab. Ein unfassbares Tor. Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Sie investieren mehr in diesem Spiel. Insofern verdienter Treffer für mich. Für dich auch? Absolut. Sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Und wenn Sie so weitermachen, wird es schwierig für die anderen. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Yusuf Paulsen. Jetzt wird's gefährlich. Foulspiel gepfiffen, es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, der Schuss hier wohl eher die falsche Entscheidung, Buschi. Ja, zumindest völlig überhastet. Ich denke, das Zuspiel wäre besser gewesen und der Ball geht ja meilenweit vorbei. So geht's für die Gäste weiter in der Fußball-Bundesliga. Götze. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Wenn Sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Steil gespielt. Werner. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Gutes Zuspiel. Aubameyang! Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Götze. Da kommt der steile Pass zu Aubameyang. Und jetzt die Chance. Da wehrt er ab. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Er kommt heute nicht... Sokratis! Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Gibt Einwurf für den BVB. Und Steilpass auf Aubameyang. Das wird Abschluss geben. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von ihm. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Und Aubameyang. Jetzt vielleicht der BVB. Und jetzt die Chance. Der Ball ist drin, Tor für Dortmund!